Der Murdoch ist besoffen. Nee, ich wollte ja nicht reinfahren. Das geht mir gar nicht. Ich glaube, das wird eng. Weil ich jetzt erstmal da bin. Ich hab ja auch mit. Murdercut auf 50%. Was machen wir hier? Ah, vielleicht werden wir mit dem. Abkoppeln. Nee, abkippen. Steuerung I. Achso, einfach frei abladen. Ja. Was nicht? Nee, warum frei abladen? Weil I geht nicht. Der tut das schon richtig registrieren dann, aber. Ist das er? Ja, er tut ja einen Füllstand hochrechnen. Okay, gut. Vor allem die Dinger sind ja so lang, da kannst du ja. Ja, vielleicht halt nicht so lang ausziehen, sondern schon ein bisschen zusammenarbeiten, in einen einzigen Hocker hinklatschen. Weil wir müssen das alles dann mit dem Frontlader wieder rausholen. Ja, macht er das Ding hinten auch zu? Na gut, ich müsste vielleicht sagen, dass es zu machen soll. Genau, nochmal Steuerung I drücken. Ja. Fand sehr schön, wie er dann drin noch das alles ordentlich wieder zusammenklappt und tut und macht. Deine Technik bei mir drin. Weil das Ding kannst du ja nicht kippen. Somit fährt der in der Mitte was nach hinten. Das ist ein Abschiebewagen, nennt man das. Ja, dann tut es halt so sein. Der schiebt das Ganze ab von der Ladefläche. Und tschüss. Ja, also ich bin ja auch schon bei Feld 14. Ich seh dich. Da hinten kommt der. Deine Rettung. Wir müssen die Nacht fertig werden, Junge. Also anscheinend mir auch recht, gell? Ah, oh, scheiße, das war der Baum. Holy shit, das wird eine lange Nacht. Jo. Gigantisch. Gibt. Wir hätten einen größeren Dreschler Häcksler kaufen sollen. Vor allem ist der Kleine, ist wieder ein Anhänger, ey. Hast du eigentlich dich eingewogen gehabt, Sascha? Ja, eingewogen. Da bist du über die Waage gefahren? Nee. Wieso? Ich frage nur. Gibt's da überhaupt eine Waage? Ich habe mir das noch nie angeschaut. Ganz rechts. Das erste Mal dort. Ist das wichtig? Kriegen wir da mehr Geld? Nee. Weiß ich nicht. Nur einfach damit du weißt, wie viel du schon reingefahren hast und so. Ich würde sagen, es ist Kunst. Kunst. Die Kunst der Diplomatie. Wir machen das sehr gut. Ach jo. Aber es funktioniert. Was wir machen, so. Der Hexer ist ein bisschen zu klein für unsere Vorhaben, aber ja. Nee, aber wenn der größer wäre, kämen wir ja nicht nach. Ja. So musst du ja auch. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache, Sascha. Ja, damit ihr mal mehr arbeitet. Jetzt ja auch oben Zeit, um das alles ordentlich zu verdichten. Aber nicht mit meinem kleinen Trecker. Ich bleib immer hängen hier.
Ja. Wie war das denn sonst noch? Sich halt auch noch eine Ehrenrunde drin. Es geht gar nicht, was ihr da macht. Aber man merkt, das Feld ist ein bisschen größer als das andere, gell? Ja. Man merkt es. Weil wir sind noch nicht mal einmal rum und bei 65%. Da kommt dann einiges raus. Wie viel haben wir denn jetzt oben in Silo? Kann Sascha bei der nächsten Runde sagen? 90 irgendwas. Obwohl Murdoch hat ja noch wieder abgeladen. Okay. Da passt noch einiges rein. Nee, nicht das, aber dann... Hier schaltet er eigentlich, wo er genau bei mir ablädt. Weiß er nicht. Einfach so, dann er tut erst umtriggern, wenn es nicht mehr passt. So in etwa. Den nächsten Punkt sucht er sich wahrscheinlich irgendwie. Ja, aber da bleibt er auch erstmal hängen. Ja, bis er den verliert wahrscheinlich. Da sucht er wieder den nächsten Punkt. Wird wahrscheinlich ein paar Punkte haben auf dem Hänger und fertig. So schätze ich mal. Murdoch ist pünktlicher. Pünktliche Mitarbeiter. Ja, kannst du mal sehen. Ist mir gar nicht gewohnt von dir, Murdoch. Ich hab ja auch geübt. In der Strafentzugsanstalt. Kannst du abholen, Sascha? Kann noch was, fast. Ja, 9,9, aber geht nicht. Jetzt bist du voll. So. Ganz kurz nochmal. War wichtig. Ja, wenn, dann müssen wir schon voll sein, sonst bringt's nix. So sieht's aus. Wie sieht's jetzt eigentlich zeittechnisch aus und aufnehmen? Also, ich habe ja hier meinen super Taschenrechner. Bei mir wären noch 7 Minuten, 6 Minuten. Ja, ungefähr bei mir auch, glaube ich. Weil, wir haben noch 5 Minuten. Ja, bei euch. So lange kann ich mich auch nicht mehr, weil ich muss mich morgen früh um 6 Uhr wieder hoch. Ja. Ja, dann musst du sagen, Miss Kiffer, wann aus ist. Ja, aber ja, alle unterschiedliche Zeiten. Murdoch hat ja länger. Du, ich sag mal so, Sascha, wenn bei mir der Abstand vielleicht 3-4 Minuten nur Aufnahme ist, dann hänge ich die an die letzte Aufnahme hinten ran. Ja, okay. Gut, also wir haben noch, wie gesagt, 4 Minuten. Ich komme aber hier gerade nicht drüber. Ja, ich stecke irgendwie fest. Ja, du musst dann eh nochmal als Schlepper rausgehen, wenn wir das auch mal anschauen, was ihr da drüben gemacht habt. Komm mal rüber. Ich mag Murdoch voll und dann komm mal rüber. Aber trotzdem nicht, oder? Ja, ich bin gleich da, ich schub's nicht. Das Ding Allrad, jetzt hab ich's geschafft. Ja, mit Shift. Kann ich wenigstens zurückfahren. Was denn diese Shift? Also, 3, 4, 5. 107 Tonnen. Ja, warte, ich bin eh gleich fertig mit dem Murdoch dann. Switch ich mal zu dir. Da. Sieht doch ein Schlepper nicht. Doch. Denk mal aus. Na, jetzt. Und wo triggert der das? Was redet? Achso, da ist Füllstand. Verdichtet, 33%, den müssten wir verdichten. Wir hatten den Berg hier hingekippt. Ja, du, weil ich aussteigen solltest. Achso. Ja, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Macht den Berg da platt. Ja, häng den Hänger ab. Das ist ja leichter.
Einrad einschalten mit Shift 1, 2, 3, 3, 2, ne, 2, 3, 4 oder sowas, oder 3, 4, 5. Das hast du vergessen, du hast jetzt kein Einrad, den musst du erstmal einschalten. 4. Hast du die Kuh gehört? Ist nur Bekloppte. 18.417 wieder. Super. Murdoch, wir brauchen Hilfe. Er muss noch Differentialsperre reintun, das geht auch noch. Hast du drei Symbole unten? Ich hab drei Symbole. Ja, alle drei Symbole anmachen. Ja, jetzt musst du den Mörder weghinden und dann musst du bis rückwärts fahren. Dann ging es. Das mit dem Verdichten müsst ihr noch ein bisschen lernen, gell? Und mit dem Haufen machen. Das war nur wegen dir. Gut, gut, gut. So. Ups. Ja, toll. Ey. Dachte, ich kann ihn verschieben, aber geht nicht. Ich finde, wir machen das sehr gut. Also. Wollen dann wir uns dann von diesem wunderschönen Tag heute hier verabschieden. Ja. Ja, denn schönen Tag, schöne Nacht, wie auch immer. Wir machen hier weiter und man sieht sich dann in der nächsten Staffel wieder, wenn es ja heißt LS17 mit Adcrypt 27, der Mistkäfer und Murdoch 3338. Genau. Juhu. Tschüss. Tschüss.